heute wird es mal wieder richtig veggie in meiner Küche. Denn heute wird mal wieder was ganz ohne Fleisch, ohne Fisch, ohne alles gekocht. Ich möchte heute Zudeln machen mit einer leckeren Gemüse-Tomatensoße dazu. Und ich sag's euch, ich habe das erst probiert und es war so lecker. Meine Männer waren so begeistert und meinten auch, Manu, das musst du unbedingt verfilmen und das mache ich jetzt heute gleich nochmal mit Kamera, damit ihr auch dieses tolle Rezept habt. Als allererstes habe ich mir gerade eben schon eine Zucchini und eine Karotte in so Zudeln gehobelt, sage ich mal. Und zwar habe ich das mit dem, mit einem Nicer Dicer, genau, mit einem Nicer Dicer, da habe ich so einen Aufsatz mit dabei, wo ich eben Karotten, Zucchini, Gurken und so weiter eben reinstecken kann und drehen und dann kommen mir eben so lange Nudeln, Zudeln eben raus, so wie hier. Da habe ich jetzt, wie gesagt, eine Zucchini und eine Karotte gehobelt. In die Mitte habe ich wieder den Wundersteam gesetzt, damit genügend Dampf oben rauf kann, dass eben in der Mitte auf jeden Fall ein bisschen Platz bleibt, dass der Dampf gut drauf kann. Dann habe ich mir eine Zucchini und eine Möhre in kleine Würfel, auch mit einem Nicer Dicer geschnitten. Ihr könnt es natürlich auch mit der Hand schneiden, einfach in kleine Stückchen. Ja, die kommen eben dann in die Soße noch mit rein. Ja, und sonst ist eigentlich alles total einfach und geht wieder ruckzuck. Wir fangen an mit einer kleinen Zwiebel und einer Knoblauchzehe. Die wird jetzt als erstes zerkleinert. Und zwar machen wir das wie immer 3 Sekunden auf der Stufe 5. Das wird nach unten geschoben, weil das jetzt ein bisschen angedünstet wird. Und dann kommen jetzt direkt eben die Zucchini und die Möhre mit dazu, die auch ein bisschen mit andünscht. Scharf. Und einen Schluck Öl. Ich nehme wieder das Alba-Öl. Das Ganze wird jetzt angedünstet und zwar mache ich das jetzt 5 Minuten. 5 Minuten auf Varoma. Ganz wichtig, Linkslauf dürfen wir jetzt nicht vergessen. Linkslauf aktiviert und die Stufe 1. Ja. Sodala. Es duftet schon richtig lecker. So, jetzt machen wir die Soße. Und zwar brauchen wir jetzt passierte Tomaten. Und zwar 700 Gramm hat meine Flasche. Wenn ihr jetzt nicht von Mutti nehmt, sondern von anderen Herstellern, da ist meistens 400 Gramm in einer Dose drin. Dann nimmt da eben 2, dann sind es 800. Also so genau geht das nicht. Bei mir sind es jetzt 700. Ich spüle jetzt gerade noch die Flasche aus, einen Schluck Wasser rein, ein bisschen schütteln. So. Dann müssen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen würzen. Und zwar brauchen wir jetzt einen Teelöffel Salz, einen Teelöffel Zucker. Teelöffel Gemüsebrühpulver. Ups. Was braucht man noch? Ein Teelöffel Basilikum, getrocknet. Ja, jetzt haben wir alles drin. Das Gemüse schiebe ich gerade noch nach unten, was es nach oben geschleudert hat. So, das haben wir drin. Dann setzen wir uns den Deckel auf. Messbecher nehmen wir uns ab. Dann kommen wir zu unseren Zudeln. Die würze ich jetzt wieder mit Gewürzmischung. Gemüse, ganz klar, damit würze ich alle meine Gemüse mittlerweile. Ihr wisst es, das gibt es auch in meinem Shop. Da nehme ich jetzt auch so einen Teelöffel und gehe so über die Karotten und Zucchini.
Wenn ihr jetzt sagt, eine Zucchini und eine Karotte ist uns viel zu wenig. Ich habe letztes Mal, wo meine Männer mitgegessen haben, habe ich natürlich das Doppelte gemacht. Ihr könnt jetzt 2 Zucchini, 3 Zucchini, 4 Karotten, so wie ihr das wollt, bis euer Varuma bis oben hin voll ist. Also da könnt ihr wirklich so viel nehmen, wie ihr wollt, aber das esse ich jetzt eben allein. Ich bin jetzt eben allein und mir reicht eben jetzt eine Zucchini und eine Karotte und deswegen so wenig. Wie gesagt, ihr könnt es gerne verdoppeln oder dreifachen. Deckel setzen wir uns auf und dann wird das Ganze eben dampfgegart. Wir machen uns jetzt die Möhren und die Karotten schön weich und die Soße schön heiß. Und zwar machen wir das jetzt 25 Minuten. 25 Minuten wieder auf Varoma, damit wir richtig schön Temperatur haben, wo uns bis eben rauf zum Varoma kommt. Ganz wichtig, wieder den Linkslauf aktivieren. Linkslauf aktiviert, weil ich möchte die Zucchini-Stückchen und Möhrenstückchen doch noch ein bisschen beißen können, sage ich mal. Und wieder die Stufe 1. Und dann ist es auch schon fertig. Ist duftet herrlich. So, jetzt nehmen wir den Varuma ab. Mmh. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. So. Herrlich, herrlich. Die Stückchen sind noch da, so wie wir das wollten. Jetzt nehme ich mir mal gleich ein Portionchen Soße raus. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich. Schaut euch das mal an. Man sieht wirklich die Zucchini und die Möhren noch wunderbar. Also es ist nicht kaputt gegangen oder so. Wichtig ist wirklich Linkslauf reinmachen. So. Und sehen jetzt so aus. Ihr seht schon, sie sind ganz schön zusammengeschrumpft. Aber für mich reicht es jetzt auf jeden Fall. Nehmen wir auch raus. Schaut mal hier. Mmh. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, und da nehme ich mir jetzt welche und setze mir dann hier so oben drauf. Ein bisschen mehr natürlich, aber ich brauche die jetzt dann noch fürs Foto. Und so lasse ich es mir jetzt dann schmecken. Ich probiere jetzt noch die Soße, aber normalerweise muss ich nichts mehr abschmecken. Heiß. Mega, 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 mega. Stimmt, absolut wieder perfekt. Zudeln. Leichten Biss haben sie noch, also sie sind nicht verkocht. 25 Minuten, absolut perfekt. Und gewürzt habe ich ja Gewürzmischung Gemüse obendrauf, also haben sie auch einen Geschmack. Also ich sage nur, für mich absolute Geschmacksexplosion und das Ganze ohne Fleisch, ohne Wurst, ohne alles. Macht es doch unbedingt mal nach. Ich schreibe es euch ganz genau unten in die Infobox. Neben dem Film, also unter dem Filmchen rechts, ist so ein Haken und wenn er da drauf klickt, dann öffnet sich unten die Infobox, dann macht eben nochmal eine Seite auf und da steht dann immer das Rezept in Schriftform von mir, wo ihr euch dann ausdrucken könnt oder abschreiben oder so, wie ihr das wollt. Ja, ich sag wie immer vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich setze euch auch den Link vom Nicer Dicer auch in die Infobox, weil so wie ich euch kenne, fragt ihr bestimmt, welchen Nicer Dicer hast denn du benutzt für deine Zudeln und für deine Gemüsestückchen. Wie gesagt, selbst bezahlt keine Werbung, aber ich setze euch trotzdem den Link unten mal rein. Ja, in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, macht es gut, bis ganz, ganz bald. Mua! Eure Ruckzuck-Manu!